Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Ich weiß, in den letzten Tagen kamen nicht so viele Videos, das lag daran, dass ich übers Wochenende meinen Vater besucht habe. Und die Leute, die von euch in Deutschland wohnen, also quasi alle, die wissen, dass zurzeit, sehr, sehr komische Wetterverhältnisse sind. Und wegen diesem Schneesturm und Eissturm konnte ich montags nicht nach Hause. Beziehungsweise sonntags. Und dementsprechend musste ich mir auch für montags freinehmen. Und ich kam halt nicht nach Hause. Und das Blöde ist, dann bin ich hier angekommen. Und ich hatte noch ein Video zum Glück im Petto, also in Kingdom Hearts Part. Den habe ich ja dann auch hochgeladen. Aber bei meinem Zweitkanal mit der Reaction hatte ich dezent Probleme beim Hochladen gehabt. Und das habe ich dann auf den nächsten Tag verschoben. Und dementsprechend habe ich dann gestern kein Video hochgeladen, weil ich den ganzen Tag damit beschäftigt war, diese scheiß Reaction zum Laufen zu bringen, ohne dass sie ständig geblockt wird. Und jetzt ist es genau andersrum. Jetzt jetzt kann ich quasi genüsslich einen Let's Play-Part aufnehmen und ich habe noch einen Reaction-Part im Petto. Allerdings muss ich den auch noch ein bisschen zurechtschneiden, weil das ist nämlich auch einer, der immer geblockt worden ist. Aber dann mache ich den wenigstens noch fertig und kann jetzt in Ruhe aufnehmen. Und dann hoffe ich, dass dann ab morgen endlich mal wieder ein geregelter Tagesrhythmus kommt, also dass ich dann am Tag ganz normal aufnehmen kann. Ein Let's Play-Part, ein Reaction-Part. Ohne, dass irgendwas geblockt wird. Ohne, dass irgendwas im Petto ist und sonstiges. So. Nur mal kurz loswerden. So. Wir sind mit Owen unterwegs. Wir sind ja in einer kleinen Rückblende. Die Blutpollen. Und, ja, wir schwänzen gerade quasi die WLF. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Scheiße, ja. Das, ihr beiden, das nennt man ein Aquarium. By the way. Aber ist ja egal. Was für ein Ort. Das ist bestimmt einer von diesen Zoos. Für Fische. Klappe. Eins von diesen Zoos nur für Fischen. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Sie haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. Ja, das ist halt... Das kommt davon, wenn man halt nicht damit aufgewachsen ist, ne? Wenn man quasi schon im infizierten Land aufgewachsen ist und man noch nicht wirklich freie Tiere gesehen hat oder in Zoos war oder wo auch immer, dann kann sowas passieren. Exit only. Alles klar. Hilf mir mal damit. Yep. Los. Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Ein Theater bloß für Fische. War hier so eine Walshow? Oder eine Delfinshow? Bist du jetzt ein Hahn? Quasi. Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Ja, aber du liebst diesen Spinner. Also was sagt das über dich? Oh Gott, Entschuldigung. Der kam unerwartet. Sorry. So. Falsche Taste. Gott sei Dank an der Last, was mir gespielt, musste ich jetzt wieder in Steuerung gewöhnen. Hatte zur Schau? Nee, sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Willst du es dir ansehen? Ja, ich sehe mir das auf jeden Fall gleich an. Lass mich nur ein bisschen hier umgucken. Ich könnte auch hier rein.
Könnte halt überall noch eine Münze liegen. Eine lecker schmeckere Münze. Scheiße, verrostet. Das muss wohl weg. Wo ist denn der Junge jetzt hin? Ach da. War ja nicht so ein Bootsbauer? War da nicht was? Die waren doch schon mal in dem Boot und da wurde irgendwie was gesagt, dass er sich um ein Boot kümmert. Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Sieh dir die Zeichnung an. Was wohl aus ihnen geworden ist? Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ist ein bisschen gruselig. Ja, oder wurden von Skars getötet. Was für ein Optimist. Die Zeichnungen sind ein bisschen gruselig dafür, dass die Kinder gemacht haben. Vor allem die Zähne. Die Zähne waren sehr, sehr gruselig. Okay, nur von diesem Boot. Na, los auf den restlichen Fischzoo. Du meinst, es gibt noch mehr zu sehen? Na klar. Auf geht's. Was machst du da? Ist das jetzt eine Tiershow? Sehe ich wie eine gepunktete Robbe aus? Ich will mich hier halt ein bisschen umgucken. Könnte ja sein, dass hier noch irgendwo was liegt oder irgendwas Schickrittmäßiges. Ich bin da runtergeslidet. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir durch die Tür wahrscheinlich. Wo auch immer er jetzt schon wieder hin ist, der Owen. Oder steht er schon bei der... Ah, der steht schon hier, okay. Meinst du kommst da durch? Hilf mir da hoch. Ja. Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. Also, wir sehen uns schnell mal um und dann... Er lacht, ich glaub ihr das. Mhm. Ja, aber dass das noch gar nicht ist, bin ich noch anfangs zu bleiben. Träum weiter. Wasser? Also ich meine... sie sieht hier noch nicht... so krass aus. Aber wir wissen später, die hat eine Menge in ihrem Leben gepumpt. Eine Menge. Und sehr, sehr viel. Ich glaube, hier sind keine Fische mehr drin. Aber ich bin mir da nicht sicher. Oh mein Gott. Wow. Sieht man nicht jeden Tag. Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Erinnert ein bisschen, als wir mit Ellie in diesem Dinosauriermuseum waren, nur dass wir jetzt mit Abby in einem Aquarium sind. Alter, ein Walross! Was für ein Trip! Pennys Junggesellinnenparty 2013. Okay. Wie dick ist das Glas? Wer macht denn eine Junggesellenparty in einem fucking Aquarium? Da ist ein Aquarium am Boden. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Eine andere Welt, was? Ja, das war alles mal ziemlich geil gewesen. Ich finde so Aquarium ja auch ziemlich geil.
Er gehört mir. Besuchen erlaubt. Oh, bist du sicher? Nicht so ganz. Ich werde abwarten, wie nett du zu mir bist. Du bist ein Arsch. Ein guter Start. Kinder, wenn ihr das findet, will ich, dass ihr wisst, dass ich euch nichts vorwerfe. Die Seraphiten verkaufen sich gut. Ich verstehe, warum ihr dachtet, ihr hättet es bei ihnen besser. Im Boot ist etwas zu essen und Wasser. Nehmt es und verlasst diesen Ort. Ich weiß, dass ich euch zu sehr kontrollieren wollte. Ich wollte unbedingt, dass ihr beide sicher seid. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich konnte keine Antibiotika finden. Ihr sollt beide wissen, dass ich euch liebe. Ricky passt weiter auf Max auf. Das schuldest du ihm. Dad. Alles klar. Das gehört wohl nicht zu der Zeit, wo hier noch Kinder Spaß hatten. Gehen wir mal hoch. Der Hai-Eingang. Wir müssen mit den anderen zurückkommen. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist es das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Mir gefällt dir. Sei doch still. Also, wie wär's mit Owen? Du hast recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort gebracht hast. Ich überleg's mir. Reicht fürs Erste. Oh Gott. Das sieht wiederum nicht mehr so einladend aus hier. Wenn ich mal ehrlich bin. Aber was weiteres scheint hier nicht zu liegen. Das wohl unser Kapitän ist? Shit. Dad, ich bringe Max von hier weg. Er kann nicht sein ganzes Leben lang in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Hier wird es nur deine Schwächen annehmen. Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du nur zugesehen wie ein Feigling. Was für ein Vorbild bist du? Du hättest wütend werden sollen. Du hättest ihnen Schmerz zufügen sollen, sie rächen sollen. Ich will, dass Max sieht, wie es ist, wenn Leute sich für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Welt ist schlecht. Es liegt an uns, das zu ändern. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch auf deinem blöden Stuhl herumsitzt. Seine Kinder haben sich den Skars angeschlossen. Scheiße. Tja, das Gute ist... Wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett. Er braucht sie nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Skars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. Nein, weil ihr die Wahnsinnigen seid. Die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Wir waren naiv. Aber wir waren nicht fanatisch. Wir haben Kontrollpunkte gesprengt und Soldaten ermordet. Das ist nicht dasselbe. Ich sag ja nur... Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut. Ihr seid aber die Wahnsinnigen. So am Rande. Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Ich meine, die haben sich eine geile Sache da aufgebaut im Stadion. Und außenrum. Das muss man denen hier lassen. Deren Basis ist insane. Und ich denke auch, dass die Leute in der Gruppe an sich gar nicht mal so scheiße sind. Also wie jetzt zum Beispiel hier Abby und Owen und der ganze Rest. Das Blöde ist halt nur, dass sie einfach alles und jeden umbringen, der denen in den Weg kommt. Egal, was das für Menschen sind. Und die sind ja auch damals als quasi eine Terroristengruppe entstanden. Und ja, das ist trotzdem nicht so geil. Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Max's Place. Den hier? Nee. Wie wär's mit... Geschafft. Krass. Das Malen muss ewig gedauert haben.
Das Weite Meer Ausstellung. Sind wir jetzt quasi bei der Kasse? Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Owen. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Geh schon. Ach ja, stimmt, Abby hat ja Höhenangst. Ich vergesse das. Immer wieder. So. Sieh dir die an. Würde den Jungen gern kennenlernen. Ich meine, er ist ein Scar. Hast du vielleicht? Scheiße, hoffentlich nicht. Solide Festung, Max. Sehr gute Arbeit. Wow. Komm hier rein. Ich bin hinter dir, Junge. Wow. Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja, ja. Geht zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Abby offensichtlich nicht so die Romantikerin. Solange Joel am Leben ist. Ich gehe mal davon aus, wir sind jetzt wieder in der heutigen Zeit. Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Kann ich dir das ausreden? Nein. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ich muss ihn finden. Ich meine, wenn er Danny getötet hat. Scheiß auf Danny. Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow. Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Scars in der Gegend. Manny, bitte. Na gut.
Wie du willst. Ach, Abby sagt einfach, ja, ich will nicht wieder alleine gegen 10.000 Leute kämpfen. Mann, ich will das nicht. Egal, ob mit Ellie oder mit Abby. Ich komm gleich, Manny. Lass mich hier nur noch kurz schnell in der Wohnung umgucken. Hey. Danke. Hierfür? Ja. Alles andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Komm schon, Maps. Du weißt, ich hab's nicht so mit Gefühlen. Okay. Sieht gut aus. Na los. Okay. Wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich geb mir Mühe. Im Ernst. Pass gut auf dich auf. Bis dann. Das werde ich, Manny. Und weißt du, woher ich das weiß? Okay. Richtung Sonnenuntergang. Ich weiß, dass ich überleben werde. Egal, was passiert, egal, wie oft ich sterben werde, ich werde überleben. Denn das wissen wir schon. Vor allem, egal, wie oft ich sterben werde, ich werde überleben. Klingt logisch, ist aber so. So. Teile mitnehmen, sehr wichtig. Teile. Damit wir uns bessere Waffen bauen können. Ich habe jetzt nur keine Lust, wieder alleine gegen 15 Gegner zu kämpfen. Und das wird passieren. Das wird passieren. Und ich will das nicht. Das stinkt hier so. Ah, ich sehe Schlimmes kommen, Abby. Entweder Tote oder Pilze oder Infizierte oder alles gleichzeitig vermischt. Wir werden sehen. Bisher noch keine Gegnerz. Ich höre aber irgendwelche Geräusche. Sind das Schüsse? Könnte sein. Moment, liegt da vielleicht irgendwas drauf? Ja, aber habe ich schon. Ach da. Alles klar. Eine Münze. Decoder. Ja, sieh meine an. Ah, gleich wird mir wieder 15 Gegner ins Gesicht springen. Mindestens. Kann ich das nicht aufheben? Ich dachte, das wäre was zum Lesen. Dann nicht. Yep, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Was ich wusste es. Ich wusste es. Gegner, es geht kurz. Yeah.
regnet's. Schön. Das sieht ja gut an. Ich hasse Kirche. Weißt du, dann kommen die auch direkt mit Klickern. Nicht irgendwie mit normalen Gegnern, nein, Instant-Death-Gegnern. Da freue ich mich. Da habe ich Lust. So. Wie viele... Ich habe gar kein Medikit. Gut. Das beruhigt mich ja. Alles klar. Ganz viele Pillen. Die Pillen nehme ich doch alle gerne mit. Alles klar. Noch ein bisschen Schrauben. Ach, schade, ich kann mir noch kein Medikit machen. Aber drücke beim Zielen L3, um deinen Atem anzuhalten. Oder Messer anfertigen. Ja, ich will da lieber den Atem anhalten. Das ist definitiv sinnvoller, gerade wenn ich alleine bin. Oh Gott. Da kann ich rein. Oh, 20 Pillen. Nice. Damit könnte ich direkt nochmal Messer anfertigen machen. Ich weiß zwar nicht, ob ich das unbedingt brauche. Warum eigentlich nicht? Ich kann sogar mal alle besser machen. Ist vielleicht gar nicht so scheiße. Was zum Teufel? May she guide you. Ah, die schon wieder. Ja, direkt in einen Abgrund. Diese Freaks stehen schon vor der Tür. Ja, die Scars scheinen schon irgendwie so eine Art Kult zu sein oder sowas. Explosive-Sachen. Und Pillen. Alter, wie viele... Ich werde hier gerade überschüttet mit Pillen. Ich meine, ich find's gut. Trotzdem strange. Noch mehr. Oh, die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Aber ist egal. Alle tot. Alle tot ist alle tot. Aber auch keinen Schaden davon getragen. Ach komm, ich habe immer noch nicht genug. Ach, shit. Ich habe halt nur ein Medikit. Das ist halt echt nicht viel. Damit kann ich mir halt nicht viel erlauben. Der Postraum. Geht's direkt rüber ins Badezimmer. Aber auch hier ist soweit nichts. In die Elevators kann ich nicht. Das heißt, wir werden auch hier nur durchgehen quasi. Mehr scheint hier aber nicht zu sein. Tücher.
Noch ein bisschen Sachen zum Bauen. Bisschen Alkohol. Und das war's. Okay, ich kann mir ein zweites Medikit machen. Das ist schon mal sehr nice. Da freue ich mich drüber. Und dann sind wir hier auch schon wieder durch. Ja, so kann das von mir aus weitergehen. So, ihr könnt mir so 5 Gegner in den Raum werfen. Von mir aus kann auch ein Kläger dabei sein. Und das war's dann einfach. Alles klar. Dann mal schauen, wo es hier weitergeht. Das sieht mir schon wieder alles viel zu groß aus hier. Ich will das nicht. Alkohol. Und das war's? Mehr kann ich hier nirgendwo hin? Ich könnte hier drauf, aber von hier drauf kann ich auch nirgendwo hin. Okay. Hat sich das auch schon mal erledigt? Ich kann hier rein. Hier drin ist auch nichts. Alkohol. Pillen. Noch mehr Pillen. Lauschmodus Reichweite. Nice. Da sehe ich mich. Alkohol. Tücher. Bisschen was zum Schrauben. Dadurch, dass wir so viele Pillen kriegen und auch so viel zum Schrauben, gehe ich sogar davon aus, dass wir mit Abby nicht so lange spielen werden. Okay, da hinten sind Gegner. Das war nicht so geplant gewesen. Na dann. Zwei weniger. Nur noch Millionen. Ich habe das Gefühl, Abby ist richtig schlecht darin, sich anzuschleichen. Die kann ja gar nichts, die Frau. Oh, Moment, was sagt er? Tücher. Mehr liegt hier nicht. Okay. Ich könnte auf die andere Seite springen. Die Frage ist halt, muss ich hier hin? Oh. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich meine, hier geht's... Mann, es gibt schon wieder so viele Wege. Ah, da komme ich wahrscheinlich nur von oben hin. Kann das sein? Ah, ich bin im falschen Laden. Aber das Schlimme ist, dadurch, dass sie so schlecht im Anschleichen ist, oder warum auch immer das dauernd der Fall ist, weil ich meine, ich bewege mich ja eigentlich nicht schnell auf die zu, verballer ich halt ein bisschen meiner Muni. Okay, auf ein neues. Schon besser. Bo, es tut mir leid, dass ich nicht hier war, als du zurückgekommen bist. Hier muss es aussehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Irgendjemand muss der Phaedra einen Tipp über unsere kleine Ration-Operation gegeben haben. Ich wette, es war Gio oder die Ratte.
Ich konnte ein bisschen was von unserem Zeug verstecken, aber ich fürchte, unsere Geschäftspartner werden nicht erfreut darüber sein, dass ihre Lieferung weg ist. Ich habe ein paar Vorräte in den Safe gelegt. Die Kombination ist 689689. Triff mich in unserem anderen Versteck. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns hier rausziehen. Pass auf dich auf, May. Okay, da falle ich runter. Ich könnte aber auch rein theoretisch hier hoch. Irgendwas muss es mir ja bringen, hier oben zu sein. Ein bisschen Muni und ein Zettel. Meine Prophetin, gewähre den Ältesten die Weisheit, die sie suchen, um uns zum Sieg gegen die Wolves zu führen. Vergib mir meine Schwäche, aber meine Zeit ist knapp. Ich bete, dass ich es bis zum Märtyrertor schaffe, um dir das zu bringen. Bitte behüte mein Kind, mach ihn glücklich. Pass auf ihn auf. Es sind so viele gestorben, seit die Wolves den Waffenstillstand gebrochen haben. Ich bitte, dass meine Familie den Lohn unseres Opfers erleben darf. Um die Familie zu schützen. Oh, Moment, ich konnte das wenden. Moment, Tamai. Nee, ich konnte das doch hier wenden. Die Welt ist nicht im Gleichgewicht, doch ich habe meinen Teil getan, um das zu verändern. Du hast mich durch den Sturm geführt. Jetzt muss ich ruhen. Möge der Strom ruhig sein. Mögest du mich heimführen. Okay. Den habe ich nicht kommen sehen, der hat mich ein bisschen erwischt. Holy crap. So, kann ich das Tor von hier aus aufmachen? Ja, immerhin, dass ich rauskomme. Hat er sich hier am Klo verschanzt, der Junge? Ja, ich habe halt echt nicht mehr viel Muni mit meinem automatischen Gewehr. Davon habe ich alles. Oh ja. Oh. Ist das eine Shotgun? Es ist, glaube ich, eine Shotgun. Sehr schön. Es ist eine doppelläufige Flinte. Nice. Das Blöde ist, ich habe natürlich mit ihr jetzt nicht den Luxus, den ich mit Ellie hatte. Das heißt, ich habe keinen doppelten Holster. Wo zur Hölle kommen die her? WTF! Alter! So schnell konnte ich nicht mal reagieren. Ne, von hier bin ich gekommen. Stopp, falsche Richtung. Lecco mio, ey. Das Märtyrertor wurde gebrochen, aber hier kommt zurück. Haben wir den Mist nicht hier weggeräumt? Alter. Okay, vielleicht verstehe ich schon, warum die Skars ein bisschen komisch. Die sind alle komisch. Meine Prophetin, bitte gewähre mir. Könntest du? Vielleicht ist es unmöglich, worum ich dich bitten möchte. Aber ich muss dich bitten. Segne die Wolves mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe, auf dass sie ihren selbstsüchtigen Wegen abschwören und ihre Waffen niederlegen. Mögest du in Frieden
Mögest du Frieden in die Welt bringen. Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Okay, sagen wir mal so. Sowohl die Wolves als auch die anderen, die sind alle komplett irre. Stehen hier Wünsche drauf. Meine Prophetin, ich möchte wieder auf die Jagd gehen. Bitte erfülle meinen Wunsch nach einem neuen Ross. Schnell, stark, einem neuen Sattel und neuen Zaumzeug. Sie ist keine gute Fee. Meine Prophetin, ich brauche nicht viel. Meine Bedürfnisse sind gering, aber meine Hände sind ungeschickt und ich kann zu unserer Arbeit für das Dorf nichts beitragen. Ich kann nichts reparieren, schmieden oder bauen. Ich bitte dich, mir diese Fähigkeiten zu schenken, damit ich produktiv sein und mir Respekt verdienen kann. Okay, immerhin mal eine praktische Bitte. Prophetin, ich diene dir gut. Ich habe schon 2 Wolves in deinem Namen befreit. Und ich werde dir noch viele weitere schicken. Bitte lasse mich lange genug leben, um zu sehen, wie du Erlösung über dieses Land bringst. Geht hier mir auch überall Blumen und sowas nebengepflanzt hier. Ich kann mir hauptsächlich alle Bitten gefühlt durchlesen. Meine Prophetin, schenke deinen Kindern Wohlstand und Kraft, auf dass wir die Welt von ihren Krankheiten befreien und neu anfangen können. Ganz schön viel verlangt, Kumpel. Und die letzte Bitte. Meine Prophetin, schenke den Ältesten die Weisheit, mich mit Edmund zu verpaaren. Er ist stark und geschickt, zärtlich und freundlich. Ich sehne mich danach, seine Kinder auszutragen. Da will jemand Sex haben. Abby. Ah, schön. Ja, wenn man halt Sex haben will, dann muss man halt mal die Prophetin fragen. Kannst nicht einfach machen, Abby. Wo kommen wir denn da hin? Ist das hier ein Friseursalon? Nee, Massagesalon? Noch mehr zu lesen? Alter, viel zu lesen. Cam, danke für deine Nachricht. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ich bewache hier immer noch die Scar-Prophetin. Ich habe dir das noch nicht erzählt, aber bei meiner letzten Schicht habe ich mit ihr geredet. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht, warum sie ihren Leuten nicht einfach sagt, dass sie die Waffen niederlegen sollen. Sie fing dann mit den üblichen Scar-Mist an, dass wir zurück zur Natur müssen und dass wir uns zu sehr auf Maschinen verlassen und so weiter. Aber dann hat sie gesagt, dass sie keinen Krieg will und dass der Tag des Ausbruchs ein Weckruf war, aber nicht alle aufgewacht sind oder so ähnlich. Es wurde gerade interessant, als der blöde Louis reinkam und mich angemacht hat, weil ich mit ihr geredet habe. Aber als er sie angeschrien hat, hat sie ihn nur angelächelt. Sogar als man sie in eine andere Zelle gebracht hat und die anderen Wachen sie beschimpft und herumgeschubst haben, hat sie nur ganz ruhig gelächelt. Es war unheimlich. Alle sagen, dass sie verrückt ist, aber ich sage dir. Aber ich sage dir was. Seit ich mit ihr gesprochen habe, verstehe ich, was sie meint. Versteh mich nicht falsch. Ich glaube, dass ihre Anhänger total durchgeknallt sind. Aber sie hat etwas an sich, das einen packt. Ich habe gehört, dass man sie jetzt an einem sicheren Ort bringen will. Wir sehen uns zu Hause, sei vorsichtig, Sally. Isaac. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Heilige Scheiße. Ja. Yes! Das ist doch mal ein Holster. Das ist das Tollste, was ich wollte. Ja, leck mich am Arsch. Da freue ich mich doch. Und hier liegt auch noch eine Brechstange. Das freut mich. Was mache ich jetzt? Ich meine, wenn ich drüber gehe, komme ich ja wieder zurück. Ich glaube, ich muss hier hoch. Das heißt, ich war quasi nur an einem Secret-Ort. Komme ich da hin?
Die Sonne scheint. Die Menge tobt und wartet auf ein Lilienthorn. Der hat doch gerade gesagt, die Sonne scheint, oder? Ich wusste gar nicht, dass Abby Darmstadt-Fan ist. Sorry, Abby. Das sind Gegner. Überprüfe alle Gebäude. Sichert den Weg zum Märtyrertor. Luca, komm mit. Ihr zwei zu anderen. Schützt uns alle. Überall sind Gegner. Sind auf jeden Fall zwei, sind das die einzigen zwei? Okay, das scheint die einzige. Nein, 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 nein. Das waren nicht die einzigen zwei. Ne, nix ist okay hier, Abby. Mann! Ja, ich werde so hart sterben. Ich werde halt so hart sterben. Von wo? Als ob die mich von da treffen kann. Was? Okay. Keine Probleme. Alles genau ab. Wir müssen in der Nähe. Mist. Ich bin halt so hart tot. Da sind noch drei Gegner. Okay, ja, da kann ich vergessen. Das kann ich sowas von vergessen. Ich hab keine Leben mehr, ich habe auch.
Okay, die ist ganz da hinten. Da oben ist jetzt noch einer. Oder einer, wie auch immer. Oh, ein Medikit. Oh, gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Yes. Ich glaube trotzdem noch, dass das noch nicht alle waren. Ich wollte schon sagen, weil der in dem Haus müsste nämlich noch da sein. Das war mir nämlich klar, weil der ist nämlich nicht da rausgekommen. Warum kriegt der... Ach so, das sind wieder drei. Ach so, ja dann. Dann ist das ja easy schmiesi. Da kommt ja wer. Finde ich aber nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Komm, jetzt beweg deinen faulen Arsch. Geht der jetzt erst wieder hoch? Ist das dein Scheiß Ernst? Das wäre jetzt vielleicht nicht gerade das Schlauste von mir gerade gewesen. So, du hältst mal den Schnauzen. Ist der schon mal weg. Ich glaube, die anderen sind eine Etage. Okay, ich glaube, der eine geht nach unten. Ich bin
Alles klar. Schön auf den Boden gelegt und getarnt. Ich wollte schon sagen, einer müsste jetzt noch da sein. Und dann kann ich nur sagen, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das über... Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Aber ich habe es überlebt. Das ist alles, was zählt. Alter. Okay. Muss einen Weg durch dieses Gebäude geben. Boah, war das krass. Ich habe am Anfang erst so die zwei Personen gesehen. Also mir war klar, dass da auf jeden Fall mehr sein mussten. Das sind nur diese zwei Personen. Aber dass sie dann wirklich von allen Seiten kamen. Holy crap. Ich würde sogar jetzt ganz gerne nochmal aus diesem Gebäude hier raus. Ob man es mir glaubt oder nicht. Ich würde nämlich nochmal ganz gerne in das erste Gebäude gehen, wo wir waren, nur um zu gucken, ob da noch irgendwas ist, weil da habe ich ja quasi eigentlich nur Leute abgeschlachtet. Da habe ich mich nicht wirklich umgeguckt. Ansonsten sollten wir alles gesehen haben. Sorry, Abby. Ich kann kein Medikit machen. Hier, das meine ich. Medikit. Das setze ich auch direkt mal ein. Also mir ist wichtig, dass ich gerade eher volles Leben habe, als dass ich ein Medikit auf Vorrat habe. Warte, was lag da noch? Ah, ich habe eine Axt. Gut. Ich gehe mal davon aus, wir müssen oben raus, da wo wir also quasi... bis in die oberste Etage, da konnte man ja irgendwie hochklettern. Das werde ich jetzt auch noch schnell machen. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass irgendwie noch so eine kleine Cutscene entsteht und ich dann den Part beenden konnte, aber dann kamen auf einmal 1000 Gegner und... Bitte sag mir, dass sie dich nicht erwischt haben. Na. Ich kann dir sagen, Abby, die haben nicht den Owen erwischt. Die haben den Owen nicht erwischt. Tipp. Ach nee, Spiel. Bin ich dumm. Vielleicht ein bisschen. So eine kleine Cutscene meinte ich eigentlich nur. Friesnel! Alles klar. Hier sind wir jetzt keine Gegner, oder? Nee. Gut. So, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss!